Stellen wir uns einmal Folgendes vor. Eine Person studiert 6 Jahre an einer renommierten Universität, ja einen der anspruchsvollsten deutschen Studiengänge, besteht beide Abschlussprüfungen ja im Top 5% Quantil, promoviert anschließend, wird habilitiert, lehrt und veröffentlicht und erreicht schließlich nach jahrelanger fachlicher Profilierung die oberste Sprosse der Karriereleiter mit einer Position, welche mit 13.801,08 € monatlich dotiert ist. Um sich anschließend mit Fragen zu beschäftigen, ob ein Hausmeister ein oder zwei geringfügig Angestellte ja zum Heckenschneiden einsetzen sollte. Irre Vorstellung, oder? Was ich hier gerade beschrieben habe, ist bei weitem nicht der frenetische Fiebertraum eines humorvollen Possenreißers. Es ist vielmehr die Realität einer Handvoll hoher Richter und Richterinnen, welche exakt diesen Werdegang hinter sich haben. Die Richter des 8. Zivilsenats am Bundesgerichtshof machen nämlich genau das, sich mit Mietrecht auseinanderzusetzen, wozu eben auch, und jetzt Trommelwirbel, eben auch die Betriebskostenabrechnung zählt. Wirft man einen Blick in die Rechtsprechung des BGH der letzten Jahre, wird eines schnell klar. Dieses Thema ist eine echte Streitquelle. Nochmal, wir reden hier nicht vom Amtsgericht Pusemuckel, das sich mit diesen Fragen beschäftigt. Nein, die Themen haben offensichtlich eine solche Wucht, dass sich regelmäßig ja das höchste Bundesgericht zur Klärung angerufen werden muss. Aber warum ist das so? Wohl, weil bei aller peniblen Regelung von Abrechnungskosten oft weder Mieter noch Vermieter klar ist, was eigentlich von wem zu zahlen ist. Genau deswegen knüpfe ich mir dieses Thema heute und in den nächsten Wochen vor, um bestmöglich Klarheit zu schaffen. Außerdem wären wir nicht smart and agile, wenn ich nicht versuchen würde, dir neben den Fakten auch ein Gefühl für das Recht zu vermitteln, egal auf welcher Seite du dich im Moment befindest. Fangen wir bei der grundlegenden Frage an. Was sind Nebenkosten? Um dir Zeit zu sparen, wirf einen Blick in § 556 BGB für die genaue Definition von Nebenkosten. Dort lernst du als erstes, dass rechtlich nicht von Nebenkosten, sondern von Betriebskosten gesprochen wird. In meinen Worten einfach erklärt, Betriebskosten sind alle Kosten, die durch den Gebrauch, also das Bewohnen einer Wohnung entstehen. Heizung und Strom? Klar, unstrittig. Wasser? Logisch. Kleine Instandhaltungsarbeiten? Siehst du? Es geht schon los mit den Unklarheiten. Was heißt Instandhaltung? Was heißt klein? Was, wenn die Instandhaltung vielmehr Pflege ist und am Gemeinschaftseigentum des Gebäudes durchgeführt wird? Die Nebenkosten werden auch gerne als zweite Miete bezeichnet. Man spricht sinnbildlich auch von Warm- und Kaltmiete. So wird sie auch gehandhabt. Der Mieter zahlt einen gewissen Betrag x monatlich an den Vermieter, welcher das Geld wiederum zurücklegt und damit am Ende des Abrechnungszeitraums die Verbräuche des Mieters begleicht. Hat der Mieter mehr gebraucht, muss er nachzahlen. War es weniger, bekommt er Geld zurück. Ich gebe dir hier eine kleine Daumenregel an die Hand. Wenn es wiederkehrende, regelmäßige Kosten für Arbeiten sind, welche ja beim normalen Bewohnen eines Gebäudes entstehen, werden diese als Betriebskosten betrachtet. Merk dir als Beispiel den Hausmeister, der den Rasen im Innenhof mäht. Diese Kosten kannst du auf deinen Mieter als Betriebskosten umlegen, egal ob er den Garten nutzt oder nicht. Warum? Es sind wiederkehrende Kosten und ein Garten, der gemäht wird, gehört zum regelmäßigen Wohngebrauch einer Immobilie. Was aber kannst du nicht auf deinen zahlungsallergischen Mieter umlegen? Zum Beispiel Reparatur eines geplatzten Schlauchs an der Zentralheizung. Warum? Genau, eine Reparatur eines geplatzten Schlauchs ist keine regelmäßig laufende, wiederkehrende Ausgabe, hoffentlich zumindest. Instandhaltung und Instandsetzung ist ebenfalls von der Umlage ausgeschlossen. Und das ist nur fair, denn letztlich hat der Mieter auf Dauer nur sehr indirekten Nutzen davon, wenn du in dein Eigentum zum Werterhalt investierst. Ein interessanter Richtwert übrigens, der durchschnittliche Mieter zahlt ca. 2,20 Euro Nebenkosten pro Quadratmeter. Allerdings dürfte sich dieser Wert in den nächsten Monaten wegen steigender Energiepreise deutlich erhöhen. Gut, ich denke, jetzt hast du schon einmal eine grobe Idee, wovon wir sprechen. Aber es muss doch, denkst du jetzt, eine verdammte Liste mit den Positionen geben, die einem, mein Mieter zahlen soll. Natürlich gibt es die. Guck doch mal in § 2 der Betriebskostenverordnung. Dort findest du 17 Positionen, teilweise untergliedert, mit allem, was du als Betriebskosten umlegen kannst. In § 1 Absatz 2 ist übrigens erklärt, was nicht zu den Betriebskosten zählt. So zum Beispiel die genannten Instandhaltungskosten wie Fassade streichen oder Dach neu decken. Außerdem musst du als Vermieter die Verwaltung der Immobilie aus eigener Tasche bezahlen. Auch fair, denn schließlich halten die dir deinen lästigen Mieter vom Hals. Das darf was kosten. Die komplette Liste der Betriebskostenabrechnung spare ich dir. Googeln kannst du ja selbst, du bist ja schon groß. Ein Punkt allerdings verdient besondere Betrachtung Nummer 17, die sogenannten sonstigen Nebenkosten.
Ein Einfallstor für Interpretation und Traum eines jeden Winkeladvokaten. Was zur Hölle sind sonstige Kosten? Bevor du dich jetzt als Vermieter nun freust und gleich noch deine Spritkosten, wenn du ja zur Jahreshauptversammlung fährst, auf den Mieter umkloppen willst, muss ich dich bremsen. Die sonstigen Nebenkosten müssen explizit im Mietvertrag genannt und aufgeführt werden. Nun gut, wo stehen wir? Bisher wissen wir, was Nebenkosten sind, was sie nicht sind, wo du die Legaldefinition findest und wo welche 16+1 Punkte auf jeden Fall dazugehören. Wie aber werden die Kosten nun abgerechnet? Welche Fristen gelten und wie sind die Verteilerschlüssel? Das erkläre ich dir im nächsten Video. Ich möchte dich ja ungern überfordern, bis dir das Blut aus deinen Ohren tropft. Jetzt hast du aber Angst, dass du die Fortsetzung verpasst? Verstehe ich. Was machen wir denn da? Wenn da nicht bloß diese Erinnerungsfunktion in Form einer Glocke auf diesem Kanal wäre. Mensch, das wäre toll.